Leute, sind wir wieder und heute machen wir ein Quickie-Video und zwar ist es ein richtig schnelles Rezept und zwar machen wir heute so eine Art Grilled Cheese Sandwich und ich nenne es einfach immer nur die grüne Bombe oder Green Bomber aus dem einfachen Grund, dass es einfach voll Vitamine, richtig grünes Frühlings-Sandwich mit ein bisschen Käse überbacken, beziehungsweise mit geschmolzenem Käse drin und ist einfach richtig, richtig lecker. Kann ich euch nur empfehlen, ihr könnt es das ganze Jahr über essen, ihr könnt es auch gerne abwandeln. Ja, und ich starte direkt jetzt und wenn ihr es mal sehen wollt, wie ich es zubereite, bleibt einfach mal dran. Wir starten mit einer Avocado, die liegt jetzt schon ein paar Tage bei mir, ich hoffe, die ist noch genießbar und wir teilen die einmal und dann schauen wir uns einmal den Inhalt hier an. Ja, es geht noch gerade eben. Ich werde hier was wegschneiden müssen. Und dann können wir die weiter super verwenden. Dann geht er hin, nehmt einen Löffel, geht einmal rein und dann holen wir die ganze Avocado so am Stück nach Möglichkeit raus. Gut, fangen wir an. Fangen wir mit dieser Scheibe hier an. Ich schaue mir das hier oben einmal an. Hier seht ihr, ist braun, kommt auch weg. Das ist nicht schön und wir gucken weiter und sehen hier, das sind Sachen, die möchte ich nicht allzu sehr drin haben. Deswegen das große braune Stück weg, aber das hier geht noch einigermaßen. Und dann gehen wir hin, schneiden das runter. Einfach so in dünne Scheiben runterschneiden. So, die Scheiben kommen beiseite. Ihr seht hier, wie cremig die ist. Und gehe dann hin, nehme hier einmal Mozzarella. Einmal abtropfen lassen und dann werden wir ihn auch klein schneiden. Schickt mir wie immer eure Fotos auf Instagram, ist ganz wichtig. Und hier bei der Mozzarella schneidet ihr den einfach fein runter. Wenn ihr keine Mozzarella mögt und nicht vernehmen wollt, oder verwenden wollt, dann nehmt ihr einfach Gouda. Das ist völlig egal. Ihr könnt eine Toastscheibe gleich mit Gouda belegen, das geht auch. Ich nehme jetzt Mozzarella, der schmilzt recht schön und geschmacklich ist der relativ neutral. Und das wird gleich das Pesto, was wir verwenden werden. Schön aufnehmen und das machen wir jetzt. Wir gehen hin, nehmen uns zwei Toastscheiben, nehmen wir uns hier einmal grünes Pesto und hier ist Öl oben drauf, das habe ich jetzt nicht gesehen und das müssen wir einmal unterheben. Ich zeige euch sofort, was für ein Pesto das ist, denn es ist ganz normales Pesto Verde und das schmieren wir einfach hier drauf. Einen großzügigen Teelöffel nehmen und dann verteilen. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, ich werde glaube ich noch ein bisschen mehr nehmen. So einen halben extra oben drauf und dann gehen wir hin. Nehmen den Mozzarella und legen den einfach oben drauf und unten natürlich auch. Ich mache jetzt hier nicht allzu viel, ihr könnt eure Mozzarella auch ein bisschen dementsprechend zuschneiden. Dann habe ich jetzt hier Spinatblätter und optimalerweise wäre es gewesen, wenn ich jungen Spinat bekommen hätte. Weil die Stiele hier recht hart sind, breche ich die einfach raus und lege den Spinat einfach so da drauf. In meinem Fall hier, weil es ein ziemlich großer Spinat ist, ihr seht es hier, verwende ich nur ein Blatt. Ein Blatt auf diese Seite, die Unterseite und gebe jetzt ein paar Avocado-Scheiben darauf. Das ist das Rezept jetzt hier für ein richtig, richtig leckeres Sandwich. Oder zwei. Es werden zwei Sandwiches. Und dann geben wir das zweite Blatt wieder oben drauf und dann auf der anderen Seite oben drauf. Und so haben wir das jetzt. Und wenn ihr einen Kontaktgrill habt oder auch nicht, dann macht ihr einen Backofen an und überbackt das einmal im Backofen. Oder es gibt ja so für den Toaster so Tüten, da kann man so Sandwiches reintun und dann im Toaster backen. Dann brennt das nämlich nicht an. Dann werden die nur schön kross. Verlinke ich euch in der Infobox, genauso wie einen vernünftigen Kontaktgrill. Und im Backofen könnt ihr es auch backen unter dem Grill. 5 bis 10 Minuten, je nachdem müsst ihr gucken, von dem Augenmaß her, wie braun das ihr haben möchtet. Ja, und dann zeige ich euch gleich noch, wie wir das hier fertig gemacht haben. Und dann sind wir fertig. So, dann habt ihr jetzt hier so ein richtig schön dampfendes, seht ihr das vielleicht, weiß auch nicht, Sandwich. Und jetzt geht ihr hin, schneidet das einfach quer durch, wie bei so einem Croque-Michel. Ihr seht einfach, wie der Mozzarella Fäden zieht. Und das einfach hier, wenn ihr das seht, ist einfach nur ein Traum. Ich mache jetzt für euch ein Foto davon. Und ich muss das nämlich jetzt sofort heiß essen. Ich habe da so Bock drauf. Ich habe jetzt angefangen um 19.15 Uhr zu drehen und jetzt haben wir 19.30 Uhr. Und ihr seht, viele Stunden ist das gemacht und nach dem Sport super, genial, einfach, richtig lecker und ich bin raus.
So, und das war's auch schon für die App gesehen. Dieses grüne Sandwich zu machen ist ganz einfach. Viele Vitamine drin. Pesto könnt ihr variieren. Ihr könnt den Belag variieren, so wie ihr es möchtet. Ich finde es so, wie ich es mache, richtig, richtig lecker. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir wie immer euer Foto. Und damit bin ich raus. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.